Hey, hier ist wieder eure Kati und ich mache heute ein Video, wo ich 6 Dinge mit dir teile, die ich für meine Selbstfürsorge benutze. Also was habe ich immer dabei, um mich wohlzufühlen, wenn es mir nicht gut geht oder einfach, es kann mir auch gut gehen und Dinge, die mich nähren. Und ja, Selbstfürsorge ist so ein schönes Thema. Ich beschäftige mich ja auch viel mit Selbstliebe. Da gibt es so Videos über Meditation zur Selbstliebe. Und ja, das ist einfach wichtig und schön, gut für sich selbst zu sorgen, sich selbst eine gute Mutter, eine gute Freundin, eine gute Partnerin zu sein. Und ja, da habe ich so ein paar Sachen, die ich mal so zusammengestellt habe für euch, für dich, was mir da so gut tut. Und ich fange einfach mal an. Mein Ideenbuch habe ich immer dabei. Da kann ich so Eintragungen machen, Inspirationen, Texte, die mir wichtig sind, Wörter, Sätze, die mir wichtig sind, Sprüche. Ich sammle da Videoideen drin. Und schreibe Gedichte da rein und Textideen und alles, was so mir wichtig ist. Ich habe da auch so ein Mindmap drin, was 2017 für mich wichtig ist, so ein Kalender und ja, einfach Themen, die mich immer wieder beschäftigen und sammle das da drin. Und genau, was auch noch drin ist, ich möchte auch ein Buch schreiben und habe da so die Kapitel und die Übungen, die ich da reinmachen will, weil das soll ein ganz praktisches Buch sein, was in der nächsten Zeit erscheinen wird. Ich sage das immer wieder, damit ich es auch wirklich irgendwann mal tue, weil ich merke schon, ich habe ganz schön Schiss davor. Aber ja, ich übe mich und wie gesagt, ein Ideenbuch habe ich immer mit dabei und ja, gibt mir, ich kann einfach meine Kreativität rauslassen und sammeln. Genau. Als nächstes unverzichtbares Utensil für mich als feinfühligen Menschen Ohrstöpsel. Ich habe hier so welche aus Silikon, aber das hat, glaube ich, jeder so eigene Vorlieben. Diese hier zum Beispiel merke ich fast gar nicht. Und ich habe einfach Schwierigkeiten, Geräusche auszublenden. Und wenn ich mir dann so eine Oase schaffen möchte, dann stecke ich mir einfach Ohrstöpsel rein. Und dann bin ich ganz für mich, kann runterkommen und es unterstützt mich einfach und macht mir die Dinge leichter. Gerade auf Reisen ist es einfach schön, ja, immer wenn ich will, dass Ruhe ist, dass ich dann auch Ruhe machen kann. Genau, also Ohrstöpsel. Dann als nächstes, ich bin ein Mensch, dem die Atmosphäre sehr wichtig ist und mit so ganz einfachen Utensilien kann man eine schöne Atmosphäre schaffen. Das sind jetzt hier Kerzen. Ich packe die mal kurz aus. Dann sieht man sie besser. Das sind hier so kleine gelbe. Die sind wirklich sehr schön. Ich zünde da immer mehrere gleichzeitig an und machen einfach eine schöne Atmosphäre. Sie bringen Licht, also ich mache die auch an, wenn ich irgendwie schwierige Prozesse habe und dann geben sie mir Licht für die Themen, die ich zu bearbeiten habe. Und ja, also jetzt im Sommer oder je nach Jahreszeit ist es, aber wenn es dunkel ist, ist es irgendwie schön. Im Sommer ist es ja eher selten, ne, dass ich Kerzen anzünde, aber wie gesagt, ist einfach eine schöne, leichte Methode, um eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Genau, das sind die Kerzen. Und dann habe ich noch immer dabei ein Tuch. Und zwar liebe ich es einfach, mich so zu umhüllen, einzukuscheln. Es hat auch ein schönes Material und es gibt mir Schutz und ein Gefühl von umhüllt sein, geborgen sein. Und ja, deswegen habe ich auch immer ein Tuch dabei. Und oder überall, wo ich hingehe, nehme ich das mit. Und es tut mir einfach gut, da
die Möglichkeit zu haben, mich auch so ein bisschen abzuschirmen, wenn ich zum Beispiel in einer Gruppe sitze. Und ja, so ein Tuch ist wie so ein Schutzmantel, ein unauffälliger Schutzmantel, der mich begleitet und ja, genau. Also das ist mein Tüchlein, genau. Mach es mal ab, weil es ist hier ganz schön warm. Als nächstes, als letztes, als Nummer 6, ich bin ein sehr kreativer Mensch, habt ihr schon auch an den Ideenbuch vielleicht gemerkt. Und für mich ist total wichtig und nährend, um runterzukommen, kreativ zu sein. Ich habe hier symbolisch dafür mal meine Buntstifte, mit denen ich, ja, wenn ich Lust habe, oder wenn ich gerade so in mich gehen möchte, zeichne. Ich benutze sie auch, um Aura-Bilder zu machen, für mich selbst oder für andere Menschen. Und dann habe ich hier auch noch symbolisch, habe ich gerade einen Birken von der Trommel. Der Griff ist aus Birkenholz. Und da habe ich mir so ein Stückchen abgeschnitten, um es einfach als Kette zu tragen. Und habe dann so mit Makramee das eingehüllt. Das kommt noch an so ein Bändchen, das habe ich aber noch nicht da. Und ja, im Winter ist es bei mir Stricken, im Sommer ist es bei mir Nähen. Und das ist wirklich eine schöne Sache für mich, um runterzukommen, um ja, für mich zu sein, bei mir wieder richtig anzukommen und auch meine Kreativität auszuleben, mir Dinge auszudenken und ja, hinterher was Schönes geschaffen zu haben. Und ich stecke da sehr viel Zeit dann immer rein und es sind ganz besondere Stücke, die dann da entstehen. Sei es jetzt die Kleider, die ich mir nähe oder die Sachen, die ich mir stricke. Und das ist einfach Riesenfreude, die ich mir da selber mache und die Zeit, die ich mir dafür nehme. Stricken ist ja auch sehr zeitaufwendig, aber es ist dann einfach ein ganz schönes Werk, was dann entsteht und wo ich dann auch drauf angesprochen werde und ich kann es dann halt so machen, wie ich das will. Und ja, da kann ich schon ganz schön viel ausleben. Und vielleicht magst du es auch mal ausprobieren. Also ich habe auch ganz einfach angefangen. Mittlerweile stricke ich schon irgendwie über 20 Jahre. Da habe ich natürlich irgendwie komplizierte Muster auch. Aber ich habe auch mit Rechts-Links-Maschen angefangen und irgendeinem Schal, den ich in die Ecke geschmissen habe. Aber mittlerweile habe ich da ganz viel Freude dran und braucht da eher komplizierte Muster, um mich herauszufordern. Und beim Nähen ist es genauso. Also ich habe da auch mal ganz einfach angefangen mit so einfachen Kleidern. Mittlerweile sind die komplexer. Das kommt dann einfach über die Zeit. Und ja, ich glaube, das waren jetzt doch erst 5 Dinge, weil die 6. Sache, die ich jetzt nicht hier im Zimmer habe, und zwar ist es, in die Natur zu gehen. Ja, das Ohr grün zu sehen, das Meer zu sehen, Berge zu sehen. Einfach draußen zu sein an der frischen Luft. Hier in Thailand habe ich auch die Möglichkeit, draußen zu schlafen und den Dschungel zu hören. Wir sind ja hier gerade im Dschungel. Und ja, ich merke, wie das Grün und die Weite einfach meinen Augen sehr gut tun. Es lässt mich ankommen. Ich kann mich mit der Natur verbinden. Ich kann mich mit dem Leben verbinden, um da wieder anzudocken, wenn ich irgendwie meinen Kopf zu sehr kreist. Und das ist wirklich sehr, sehr nährend und tut mir gut. Und deshalb ist es einer der wichtigsten Bestandteile der Selbstfürsorge. Also für mich zu sorgen, heißt regelmäßig rauszugehen an die frische Luft. Und egal bei Wind und Wetter, Regen, Schnee, Sturm, alles lockt mich raus. Ich liebe auch auf jeden Fall die Sonne. Ich bin ein Sonnenkind, ich bin im August geboren und von daher, ja, Meer und Sonne ist schon richtig top, aber Wald und eigentlich alles. Mittlerweile habe ich mich mit allem angefreundet. Und ja, das waren jetzt meine 6 Sachen für die Selbstfürsorge. Schreib mir gerne mal drunter, was du für Utensilien oder was du für dich tust, um gut für dich zu sorgen.
Und ja, ich freue mich über Kommentare, über Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat oder wenn du den Kanal abonnieren möchtest, um einfach immer informiert zu werden, wenn es neue Videos gibt, dann freue ich mich auch darüber. Teile auch gerne das Video, die Botschaft. Es ist so wichtig, etwas für sich selbst zu tun und andere Menschen daran zu erinnern. Und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Und ja, vielleicht konnte ich dich inspirieren. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe.